Oh!
war gut und dann war ein bisschen schwer. Punkte, sechste, siebte Runde. Aber das war Taktik von meinem Trainer und mich. Spaß natürlich. Aber ich habe auf die Fresse gekriegt von meinem Trainer. Aber am Ende war alles gut. Aber das war gut für Zuschauer und für alle. Ich muss sagen, meine Kämpfe sind langweilig. Weil die sind andere geworden. Aber normal, ich danke viel für meinen Trainer. Ohne Timmy kann ich. Das schaffen keine. Im guten Boxen ist auch mal der Unterhaltungswert bei Steve dabei. Und Timmy, deine grauen Haare zählt dann keiner. Ne? Ja, das muss Peter Kohlberg gesagt, Peter, wenn der uns beiden nach oben in den Himmel bringt, der muss aber richtig ein paar Kisten Wein mit hinterher schicken, also wenn er schon rechtzeitig nach oben haben will. Aber ich freue mich wirklich ganz, ganz doll für Steve. Ich glaube, das war von Anfang an sein Ziel, als er Profi wurde. Er wollte irgendwann mal Weltmeister werden. Und er hat es. Ja, auf jeden Fall. Genau das, was mir Martina vorgegeben hat. Habe ich versucht umzusetzen, hat auch Gott sei Dank gut geklappt. Habe war genauso, wie ich ihn erwartet habe. Viel Druck, viel Mut. Ich kann nur sagen, ganz toller Boxer. Wie gesagt, viele Leute reden. Habe ist einer, der wirklich, ja, von dem ich großen Respekt habe. Weil er einfach einer ist, der macht und tut, nicht so viel redet wie andere Boxer. Und war ein ganz toller Kampf zum zweiten Mal. Ich denke, das erste Mal in Hamburg war spektakulär. Von beiden Seiten, diesmal war es auch spektakulär auf eine Art und Weise, dass ich das erste Mal am Boden war und dann wollte ich natürlich zurückfallen. Das war eine große Schule von so einem Mann wie Javier Castillo, kann man noch eine Menge lernen. Hat gegen ganz große im Business geboxt, hat noch nie vor, also hat gegen keinen von ihnen vorzeitig verloren, ob Oscar, ob das Fernando Vargas war. War selber Weltmeister, hat große, wie Roman Kamasin geschlagen. Und ich denke, war für mich eine ganz, ganz große Schule, die Niederlage und der Sieg heute, die haben mich enorm nach vorne gebracht. Kavi, im Vorlauf auf den Pressekonferenzen hast du gesagt, es wird ein großer Kampf. Es war ein großer Kampf, aber der Sieger heißt Felix Sturm. Kavi, antes hemos prometido una grande pelea, era una grande pelea, pero Felix es el campeón. Bueno, es el campeón aquí en su casa, pero yo pienso que para ser campeón hay que tener más corazón y pelear como un campeón. Él es un buen boxeador, pero creo que en esta ocasión realmente no ha hecho lo suficiente para ganar el título. Ja, es ist der Champion hier in seinem Haus, wie er sagt. Er hat auch gut geboxt, aber er ist der wahre Champion des Herzens und für einen richtig wahren Champion reicht es dann doch nicht. Die Frage an Marie ist ein Brille auf. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Fragen.